Leute, was geht? So, mal die Kamera ein bisschen hinmachen. Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Real-Life-Video. Ja, ihr könnt zwar nicht meine Arme sehen. Ja, ich sitze hier gerade ein bisschen ungünstig, aber ihr könnt das Atomzeichen sehen, was ihr wahrscheinlich kennt von den Simpsons. Habt ihr das schon mal gesehen? In irgendwelchen Filmen, wo es um Atombomben geht oder so weiter. Dieses Symbol, was bedeutet dieses Symbol? Und was halte ich hier eigentlich in meinen Händen? Ja, das, was ich hier in den Händen halte, das nennt sich Geigerzähler. Mit dem kann man den radioaktiven Zerfall messen. Aber mal von vorne. Atomkraft. Sie birgt große Gefahren und 1986, am 26. April um 1:26 Uhr, 100 Kilometer von Kiew, nördlich, explodierte ein riesiges Atomkraftwerk. Warum? Also wurde ein Test gemacht, die Megawattzahl stieg immer mehr, die Brennstäbe explodierten, boom! Und die Radioaktivität verteilte sich auf die ganze Welt, auf ganz Europa, hauptsächlich Weißrussland, auch Belarus genannt, wurden sehr stark radioaktiv kontaminiert. Ne? Ja. Und diese Radioaktivität, die misst man ja hauptsächlich heute in Mikrosievert. Hier habe ich 0,09 Mikrosievert und am Reaktor müsste ruhig 300, 400, teilweise auch mehrere tausend Mikrosievert pro Stunde vorstellen. Also da fällt euer Immunsystem teilweise auseinander. Das heißt, ihr steht da 20 Minuten an so einem Hotspot und dann gibt ihr um. Und wenn ihr natürlich in radioaktiven Zonen seid, dann bekommt ihr natürlich erstens mal Zellveränderungen, weil Radioaktivität wirkt wie Röntgenstrahlung und das sorgt dafür, dass Zellen sich verändern und durch diese Zellveränderung entsteht Krebs, Blutkrebs, Knochenkrebs und so weiter. Und wenn ich dann noch etwas esse davon, also zum Beispiel Pilze oder Nahrung von diesen radioaktiven Boden nehme, also Pilze da esse, dann kann es sein, dass ich sozusagen Schilddrüsenkrebs bekomme. Vielleicht hat schon mal was davon jemand gehört, Schilddrüsenkrebs. Man sollte auch wirklich aufpassen, dass man aus diesen Regionen möglichst nichts isst, weil das halt eben sehr stark kontaminiert ist. Für das habe ich mir auch, habe ich mir mal diesen Geigerzähler organisiert. Besser gesagt, nicht ich, sondern habe ich mal bekommen, diesen Geigerzähler. Tolles Geschenk auf jeden Fall, was ich da bekommen habe. ja, und Radioaktivität ist sehr gefährlich, ne? Alpha-Strahlung lässt sich mit einem Blatt Papier abhalten. Das heißt, die Alpha-Strahlung schafft es nicht, durch das Papier zu kommen. Ist ja schon mal gut, oder? Positiv. Beta-Strahlung lässt sich mit einem Backblech abhalten. Also so ein normales, handelsübliches Backblech reicht da aus. Gamma-Strahlung, meterdicke Betonwände, meterdicke Bleiwände brauchst du, um Gammastrahlung aufzuhalten. Ne? Also Gammastrahlung kannst du nicht einfach mit hier mit 20 cm Beton abhalten. Das geht nicht. Da wird sie zwar abgeschwächt, aber sie ist immer noch vorhanden. Nein. Die Gammastrahlung durchdringt unseren Körper bei einem Atomunfall und verändert die ganzen Zellen. Und diese Zellen kann im schlimmsten Fall dann zu einem Krebs führen. Aus diesem Grund ist es so gefährlich, Atomkraft. Du kannst hunderte Kilometer weit weg wohnen, aber kannst trotzdem an Knochenkrebs erkranken, weil es einfach ganz gefährlich ist, weil es eben die Zellen verändert, die Strahlung. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was beigebracht. Bis zum nächsten Mal, euer Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!